Da frage ich mich ja echt, was ist jetzt hier los? Moin moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der FM-Karriere Multiplayer hier bei Gladbach. Und mit dabei sind natürlich Jan und Mike. Wir sind hier in der neuen Saison. Herzlich willkommen! Hi! Servus! Woo! Das war die erste Anmod für mich hier in dieser Saison. Deswegen nochmal so special-mäßig hier mit erster... Weil ihr wisst schon, was ich meine. So. Jan muss gleich ran, glaube ich, in der Euroleague. Ganz genau, ja. Gleich. Und da könnt ihr gerne oben auf dem i bei ihm vorbeischauen, denn wir zeigen natürlich wie in der letzten Saison nicht die Spiele der anderen. Jeder zeigt nur seine Spiele und deswegen unterm i seht ihr einmal Jan und Mike und unterm Video natürlich auch gerne vorbeischauen und Grüße da lassen. Let's go! Hm? Ja. Herr Fuchs. Ja. Wir sind heiß auf unser Spiel. So viele E-Mails. Okay, dann probieren wir's. Die Mannschaft war eigentlich nicht schlecht in letzter Zeit. Die muss einfach nur treffen. Ja, das hier ist meine Aufstellung. Also jetzt hier auf geht's. Sie muss einfach nur treffen, die Mannschaft. Ein gutes Stichwort. Ich hoffe, das tun meine Spieler jetzt mal endlich. Erste Saison-Sieg gegen Jan zu holen, das wäre was. Nee, das wäre nichts. Seit zwei Spielen habe ich kein Tor mehr geschossen. Gegen München ist nicht so schlimm. Gegen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen hier, diese tolle russische Mannschaft da. Aschnodar. Ja, Schnodder. Let's go, hier ist schon Anpfiff, wie läuft das Spiel? Ja. Ole, ole, ole. Ich kaufe währenddessen Apfelringe. Geil! Schneide ich raus. Ja, die Zeit rattert durch, es passiert nichts. Geiles Spiel, Mann! Jawoll! Voll das 0-0. Hätte ich immerhin einen Punkt, ne? Weil ich eher Bock hätte auf einen Dreier. Du Sau! Was war das? Jahrstein hat ihn einfach mit 12 km/h vorgeballert. Was machen die denn? Die haben genauso Ball viel Bock. Ja, hab ich eingestellt. Spielt Kunde anstatt Bambi. Wir pirschen uns langsam nach vorne. Und dann Baku! Oh. Das ist noch nicht so das gute Spiel von Hertha BSC. Ja, wir treffen halt aber wieder nicht. Also ich habe mich noch nicht gebessert im Vergleich zum letzten Spiel. Letzte Saison. Jetzt! Oh. Ey, Mann! 0-0 zur Halbzeit. Es hat sich nicht viel getan. 8-3 Schüsse, 3-2 aufs Tor. Auch mehr Ballbesitz, was mich wundert. Aber gut, wir spielen ja die ganze Zeit hin und her hinten. Und ja, bisher meistens Mainz am Glücker. Baku, Kunde. Ach komm ey, was war das? Das ist ein starker Schuss. Ja, und so ist das. Jetzt drückt er auf Pause, ey. Ja, ich muss wechseln. Jetzt hab ich Angst. Ich finde das nicht lustig. Okay. Mateta. Der kommt. Und das wird jetzt die Geschichte der Geschichten. Deine Zuschauer wollten, dass du ihn kaufst. Und jetzt kommt der eingewechselt und macht mindestens 5 Tore. Wenn sie reinhauen, dann richtig. Was ist das denn jetzt für ein Tipp, Alter? Alter, den habe ich gerade eingewechselt. Das sind doch solche Idioten. 10 Minuten, komm Mainz. Ole, 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 ole. Kunde. Jetzt, Mateta. Oh. Mann, ey. Scheiße. Der muss das Ding machen, Leute. Der wuppt die Scheiße, Alter. Ey, Hertha hat so Glück. Das war wieder synchron. Was denn für ein Glück? Was denn für ein Glück? Ey! 1-0-5 kriegt eine gelbe Karte. Komm, jetzt nochmal. Bitte pfeif nicht ab. Ach, du... 0-0. Ach, das ist doch scheiße. Was ein Spiel. 18-5 Schüsse, 5-3. Nun, ich freue mich, mit meiner Vorhersage genau ins Schwarze getroffen zu haben. Ja, das, Immerhin mal ein Punkt und immerhin nicht gegen Jan verloren.
Aber zufrieden bin ich damit definitiv nicht. So, Leute, let's go. Anschlusszeiten bei den anderen 20:30, da schaue ich dann ganz entspannt zu. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wir spielen jetzt auswärts das Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt. Ich bin gespannt. Ich lasse jetzt Matete einfach von Anfang an mal spielen. Was ich auch machen werde, ist, dass ich March auf die linke Seite packen werde und Insigne in die Mitte. Und dann hoffe ich darauf, dass wir... Wie gesagt, ich warte immer noch auf den ersten Saisonsieg und ich brauche sowieso Punkte. Also ich habe keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Wird schon irgendwie hinhauen. Abraham mit der gelben Karte, Junge. Ist ja krass. Ja, Mike und ich müssen mal gewinnen. Ja, ist halt echt so. Ich meine, du hast immerhin unentschieden geholt. Ein paar Spiele lang. Zwei, drei, weiß ich gar nicht. Drei, ne? Drei Stück, ja. Ich habe nur ein einziges Mal einen Unentschieden geholt. Oh, aber... Oh, Alter, den habe ich neu da, von Anfang an hier spielen lassen. Der hat Bock. Geht erstmal rein, denke ich so. Oh, rote Karte kann man jetzt sich mal... Jetzt ist aber Mateta vorne. LOL. Frankfurt schon mit zwei gelben Karten. Er hat 6 Minuten gespielt. Ja, Mateta wird das machen. Der hat vorhin, hat der mich hier angesprochen und hat gesagt, ja du, ich werde jetzt auf jeden Fall mich mehr anstrengen und ein Tor machen. Da bin ich feste Überzeugung von. Ich glaube, March macht ein Tor. Jo, Adler! Adler holt sich gelbe Karte ab. Wie geht das denn? Adler mit einer gelben? Wie hat der das denn geschafft? Und ich habe das nicht mal gesehen. Ja, guten Morgen. Böller den einfach richtig raus. Boah, wir sind auch in Frankfurt. Das ist so verrückt. Kann man nicht auch für Beschwerden eine gelbe Karte bekommen? Also, ja, bestimmt. In echt weiß ich auf jeden Fall. Aber bestimmt, aber dass man das dann hier nicht sieht, das ist dann ein bisschen doof. Ich fände es dann cool, wenn man so sieht, wie der dem eine verpasst und deswegen dann gelb bekommt. Der Boxen so um, so ja, so gelb. Mit seinem Handschuh so eine richtige Backpfeife, so. Erschellen. Junge, der hat richtig Bock, der Linksverteidiger, der haut immer richtig rein gerade. Die liegen ja mehr auf dem Platz als laufen. Mateta kommt Fans jetzt hoffentlich gleich. Die Fans sind komplett schwarz, also gekleidet. Nein. Oh. Die Bullenherde so legt schon mal richtig aus. Los hier. Ja, weil die jetzt verlieren, deswegen. 4-0 Schüsse so. Ja, nee, das... Oh, Elfmeter, hallo! Elfmeter, er hört zu. Ja, komm bitte, Elfmeter. Jetzt auch noch reinmachen. Wer ist das überhaupt? Ey, bitte sag jetzt nicht, dass irgend so ein Bob March. Schießt. Wöber. Ja! Der Innenverteidiger, jawohl! Warum der Spacken schießt, keine Ahnung, aber ja, wir gehen zum ersten Mal in dieser Saison in Führung, glaube ich. Und klettern damit 5 Plätze nach oben. Was? Adli, aber das war doch so knapp. Jo, jetzt bitte abpfeifen. Platz 13, ey. Ja. Nee, wir machen jetzt die Tordifferenz, verbessern wir. March. Ja. Oh. Jawohl! Oh. Insigne! Yes! 2-0! Immerhin kann ich mich gerade für Mike freuen. Siehst du, das ist genau das, was ich einfach meine. Frankfurt. 4-2 für Frankfurt. Frankfurt hat viel mehr Schüsse. Und die andere Mannschaft, die weniger hat, die macht die Tore. Ja, ich hätte auch wirklich so bei dem Spiel gegen mir, gegen dich, also gegen dich, ja. Beim Spiel gegen dich habe ich auch so gedacht, so, boah, wenn ich jetzt ein Tor mache, dann rast du aus. Ja, wäre ich auch. Ich kann ja, man sieht immer nur Frankfurt-Ecken. Nein. Haller 2-1. Ja, gar keine Gefahr. Hast ja genug Tore. Fuck. Boah, ich hab so Angst. Weil es ist halt Frankfurt, ne? Einfach jeder, der angepasst wird, hat einfach eine gelbe Schrift. Ohne Spaß. Jeder. Ja, guck doch. Abwehrspieler, Angreifer. Nein. Oh. Sogar der das Tor macht. Ah, ich sag's ja, und es ist Frankfurt. Ja, die haben 4 gelbe Karten haben sie. Natürlich ein bisschen unglücklich hier, was mit Adler passiert ist. Aber ja. Das Tor sind wir halt wieder letzter, ne? Das war von 13 auf 18. Das ist natürlich unpraktisch. Ja, da siehst du mal, wie dicht das an der Stelle ist. Weißt du, was ich mir gerade so denke eigentlich, ne? Wenn jetzt jemand neu auf mein Video geht, ne, der meinen Kanal noch nie gesehen hat,
Oh, der uns einfach alle drei immer Art Lea aussprechen hört. Der muss sich doch denken, Alter, wie dumm sind die denn? Alaba. Alaba. Dann, der guckt einfach so ein Video von uns, so, hey, die sind eigentlich voll cool. Und dann so, aber Art Lea, Alaba, Alter, sind die behindert? Direkt D-Abo. Ach, Mann. Mann, ey, einmal hat man zwei Tore geschossen. Und dann kriegt man zwei. Das ist doch unfair. Du hast im Durchschnitt davor auch zwei bekommen. Ja, aber nicht geschossen. Das Ding ist, eigentlich müsste die halbe Mannschaft von Frankfurt echt runtergestellt werden. Dann wäre es fair. Ja, ist doch so. Die faulen die ganze Zeit. Diese Arschgeigen. Komm jetzt. Aus 40 Metern rein. Am ja, besten, von da jetzt. Am besten Art Lea. So. Komm. Ja! Platz 13, wir kommen! Ja, Bayern. Bayern. Nein, du Spast. Das ist doch so ein Anfänger. Das ist die 60. Minute, du musst man lieber noch einen Tor schießen. Ja, wer so nicht. Ey, jeder bekommt einfach einen Schlag ab. Die sind so unfair. Ah, ey. Die boxen dich richtig. Ja, wirklich. Jeder hat einfach einen Schlag. Jeder hat eine gelbe Karte von den Gegnern. Ich verstehe das nicht. Und der Schiri denkt sich einfach so, ja, kein Ding. Passiert. Das passiert halt mal. Ne. Machen wir. Wer will noch mal, oh, jetzt. Noch nicht. Spielstopp. Das ist 4-2. Ja, bitte. Ja, Mann! Den habe ich glatt ausgewechselt, weil er einen Schlag abbekommen hat. Er macht noch ein Tor und geht vom Feld. Yes! Wehe, die machen jetzt wieder zwei. Junge, 4 Tore, ey. So viel habe ich ja seit Weihnachten nicht mehr geschossen. Komm, bitte. Das macht mich gerade glücklich, dass Mike gewinnt. Ja, mich auch, wenn es so ist. Ich bin mir ja noch nicht sicher, weil Frankfurt hat gerade schon mal 2 Tore aufgeholt. Oh nein! Was war das? An Lea! Ich verstehe es auch nicht. Was war denn das? Ey, das kann doch nicht sein, Mann! Ey, da, ich. Ist egal, nicht. Ich brech gleich ab. Also, an Lea kannst du verkaufen. Ja, 200 Millionen, wie war das? Ey, wehe, Frankfurt macht jetzt ein Tor. Ich freue mich so hart, ne, dass wir 4 Tore schießen und diese Arschgeigen von Eintracht in diesem Kack-Derby machen auch 3 Tore. Ja, jetzt machst du 5. Komm jetzt, Mateta. Mateta. Instant ins Tor. 5. Oh, Mann! Oh, wäre das geil. Das wäre so verdient. Diese Bobs. Hey. Diese Bobs. 20 Minuten Zeitspiel ist einfach. einfach dauernd den Ball. Leg dich halten. Auf den Ball drauf. Ey! Oh, ja, geh vom Gelb Feld! Rot, geh vom Rot. Feld! Das ist es. Wehe, der gibt jetzt rote. Keine rote, Alter. Ja, erstmal ist bei mir. Schieber! Technik. Nix! Doch, er gibt rot, ich dachte schon. Ja, wenigstens. Besser ist es so für ihn. Bei mir haben wir eine Torlinientechnik gezeigt. Ja, bei mir auch, aber besser ist es für einen Schiedsrichter, Alter. Komm schon, 10 Minuten. Die anderen sind in Unterzahl. Da. Hilfe. Ja, die boxen mich schon wieder. Alter, ohne Spaß, nach dem Spiel fordere ich einfach Schadensersatz. Wehe, du triffst jetzt. Ja! Yes! Erster Saisonsieg gegen Frankfurt und wie hart gekämpft war das. Was für ein Sieg. Aber die haben so dreckig gespielt. Das sind doch solche echt dreckigen. Ah, Leute, wir hören uns bei der Abmord. Ich kann jetzt entspannt zugucken. Hoffentlich macht ihr das auch. Da muss ich nochmal aufnehmen. Also erstens habe ich gerade gesagt, dass Barreiro echt eine gute Entscheidung war. 2 Tore gemacht, dann wurde er ausgewechselt. 19 Jahre alt, das war echt. Der hat das Spiel geleitet. Solimac und Insigne jetzt sind für 3 Tage verletzt, beide. Und dann kommt einfach der Artikel: Der neue Mainz 05 Trainer wirft mit Geld um sich. Oh mein Gott, das passt einfach so perfekt. Ach man, das muss ich euch einfach zeigen, das ist so geil. So, ihr Lieben,
Der Part für heute ist vorbei. Wie die anderen gespielt haben, schaut es bei denen eben vorbei. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss. Euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao, ciao.